Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sophia und heute geht es um Stressmanagement. Ich habe 10 Tipps vorbereitet, wie man Stress vermeiden oder zumindest reduzieren kann. Tipp Nummer 1 ist negative Gedanken eliminieren. Ich weiß, das ist der schwierigste Part, weil genau das ist ja eigentlich irgendwie Stress. Da ist etwas und deine Gedanken darüber geben dir ja den Stress. Ob das jetzt irgendein Sachgegenstand ist, was an sich dir Stress bereitet, keine Ahnung, Schwierigkeitsgrad oder sonst was, oder ob es etwas ist, was in der Zukunft liegt. Es sind ja eigentlich immer nur die Gedanken oder die Perspektive darauf, die einem Stress bereiten. Ja, aber diese negativen Gedanken, keine Ahnung, das schaffe ich ja nie bis zu diesem Datum fertig zu kriegen oder das kapiere ich ja nie oder was weiß ich, keine Ahnung. Diese ganzen Sorgengedanken und Angstgedanken, kann man so sagen, die bringen ja alle nichts. Die nehmen nur total viel Platz in deinem Arbeitsspeicher weg. Deshalb ist mein Tipp, anstelle von Zweifeln und anstelle von Angst, diese Angst und oder diesen Zweifel in Handlungen umzuwandeln. Ah, ich schaffe das doch niemals bis, keine Ahnung, nächste Woche das Referat vorzubereiten. Anstelle dieser Gedanken, setz dich hin an den Schreibtisch und bereite dein Referat vor. Denn die Handlung erzeugt Vertrauen und erzeugt Mut und die Handlung erzeugt dann wieder Motivation. Wenn du einen negativen Gedanken erwischst, dann fang ihn und wandel ihn in etwas Positiveres um. Zum Beispiel, boah, das schaffe ich ja nie in der Zeit. Das schaffe ich ja nie in 2 Wochen. Du fängst den Gedanken und du sagst dir, ich habe genug Zeit. Ich habe absolut genug Zeit. Ich schaffe alles. Ich kann das. Bei mir, ich schreibe ja bald mein erstes Staatsexamen. Es sind noch ein paar Monate hin, aber das stresst mich auch total. Oder es hat mich beziehungsweise total gestresst, weil ich auch die ganze Zeit dachte, oh Gott, ich habe so wenig Zeit. Ich habe so wenig Zeit. Ich muss noch das machen. Ich muss noch das machen und bla. Nein. Ich sage mir mittlerweile, ich habe genug Zeit, ich schaffe alles, ich habe genug Zeit. Und dieses mir zu sagen, ich habe genug Zeit, reduziert so viel Stress und so viel mentale Energie, die ich in diese ganzen negativen Zweifel und Angstgedanken verschwende. Und stattdessen kann ich diese gewonnene Energie in das Lernen umwandeln. Oder in das Lernen investieren. Ja, diese Affirmations oder Selbstbekräftigungen helfen total viel. Schreib dir jeden Morgen, bevor du aufstehst, eine positive Selbstbekräftigung. Also halt positiv formulieren und in der Gegenwart. Ich bin so und so. Ich schaffe das. Ich habe genug Zeit. Ich bin schlau. Keine Ahnung, irgendwie so. Genau, und das immer wieder wiederholen. Auch wenn du Zähne putzt oder so, sagen, ich schaffe den Vokabeltest. Ich schaffe den Vokabeltest. Ich schaffe den Vokabeltest. Und irgendwann glaubst du es und du schaffst den Vokabeltest. Tipp Nummer 2 geht eigentlich Hand in Hand mit Tipp Nummer 1, nämlich lösungsorientiert sein. Also den Fokus nicht auf das Problem richten, sondern auf die Lösung. Okay, ich habe jetzt hier so einen Stapel Lernzeug. Anstatt den Fokus auf diesen Berg von Arbeit zu legen, fokussiere dich auf die Lösung. Okay, pro Tag so und so viele Seiten. Ja, dieses lösungsorientierte Denken reduziert einfach so viel Stress. Ja, weil man sich halt auf die Lösung konzentriert und weiß, okay, es kann nur besser werden. Ich habe eine Lösung und das nimmt total viel Stress ab. Mein 3. Tipp, Stress zu reduzieren, ist, sinnvolle Ziele zu setzen und machbare Ziele zu setzen. Denn manchmal setzen wir einfach unsere Ziele, unsere Lernziele oder was auch immer viel zu ambitioniert an und das ist eigentlich überhaupt nicht machbar. Deshalb seine Ziele so früh wie möglich erstmal überhaupt anfangen mit dem Lernen zum Beispiel, damit man überhaupt nicht so in diesen Stress kommt. Dass man sich zu viel auflädt pro Tag, keine Ahnung,
50 Seiten pro Tag, was ja also für mich utopisch wäre. Da ist halt wichtig, dass die Ziele smart sind. Also S steht für spezifisch, M für messbar, A für ausführbar, R für realistisch und T für terminiert. Also spezifisch, genau überlegen, was überhaupt mein Ziel ist. Ja, messbar, müssen halt messbar sein, wie messe ich es ausführbar, welche Schritte muss ich machen, um dieses Ziel zu erreichen. Realistisch bedeutet, sind meine Handlungsschritte oder ist mein ganzes Ziel realistisch, also in dieser Zeit, die ich mir gesetzt habe, machbar. Und terminiert bedeutet, bis wann muss ich das geschafft haben oder bis wann muss mein Ziel erreicht sein. Da ist mein Tipp, also so viel Zeit wie möglich einzuplanen. Du planst dir zum Beispiel für dein, für dein Projekt 2 Wochen ein. Verdoppel die Zeit. Mach 4 Wochen draus. Weil es kommt immer irgendwas Unerwartetes dazwischen oder es kommen Probleme auf oder so. Da habe ich letztens erst ein Video darüber gesehen. Ich weiß nicht mehr, von wem es war. Wenn ich es finde, verlinke ich es mal unten. Aber es ging darum, einfach, also dass wir Menschen ein komplett bescheuertes Zeitmanagement haben. Und wenn dein Freund zum Beispiel sagt, oder deine Freundin, ich bin in 10 Minuten da, bedeutet das in den meisten Fällen, dass diese Person erst in 20 Minuten da ist. Genau, einfach die Zeit, die man sich eingeplant hat, verdoppeln bringt so viel, weil man halt so viel Zeit gewinnen kann und halt auch eingeplant hat, falls irgendwas nicht nach Plan läuft. Tipp Nummer 4 ist, alles in Baby Steps einzuteilen, damit dieses große Ziel nicht zu überwältigend und zu überfordernd ist. Zum Beispiel, ich muss so einen Ordner Psychologie lernen. Anstatt diesen Ordner zu sehen und sich abzustressen, oh Gott, wie viel, einfach mal die Seiten durchzählen, geteilt durch die Tage, die man zur Verfügung hat, aber sich da ein bisschen weniger Tage noch Zeit nehmen. Also sich quasi doppelt so viel Zeit einplanen, wie ich gerade in Tipp Nummer 2 erwähnt habe. Ja, und dann bleiben nur noch, 6 Seiten pro Tag übrig und dann ist es schon weniger überfordernd. Ja, oder ich muss irgendwie ein wichtiges Dokument schicken oder irgendeine wichtige E-Mail schreiben, die mich total stresst, die ich schon die ganze Zeit aufschiebe. Dieses ganze, ich muss jetzt eine Mail schreiben, halt negativ zu sehen und sich zu stressen. Okay, ich klappe erstmal meinen Laptop auf. Ich mache meinen Laptop an, ich gehe auf mein Mailsystem. Okay, jetzt bin ich schon hier, dann gehe ich auf E-Mail schreiben. Ja gut, jetzt bin ich schon auf E-Mail schreiben, jetzt kann ich auch die E-Mail-Adresse eingeben. Und jetzt schreibe ich die E-Mail. Oder ich muss diesen blöden Brief verschicken. Der Gedanke daran, okay, ich hole mir jetzt erstmal den Briefumschlag raus, ist schon irgendwie viel weniger stressig, als dieses Ganze zu sehen. Ich muss diesen Brief verschicken, dessen Inhalt mir negative Gedanken geben oder irgendwie sowas. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Einfach in kleine Mini-Schritte zusammenbrechen, das große Ziel, damit es nicht so überfordernd erscheint und groß. Tipp Nummer 5 ist Bewegung. Laufen gehen oder sich irgendwie in irgendeiner Weise körperlich zu betätigen im Gym oder sonst wo, ist ein massiver Stressreduzierer, denn es werden Glückshormone ausgeschüttet und Stresshormone werden reduziert. Es reicht auch einfach, wenn du 15 bis 30 Minuten spazieren gehst. Das hat denselben Effekt. Und der positive Nebeneffekt beim Spazierengehen ist, dass du noch die Natur hast und durch die Natur entspannen kannst.
und dich im Hier und Jetzt befindest. Also das hilft, präsent zu sein und im Hier und Jetzt zu leben und nicht in der Zukunft, die einem Angst bereitet, oder in der Vergangenheit, die einem negative, depressive Gedanken geben. Mein sechster Tipp ist, Yoga-Übungen zu machen oder zu meditieren, denn das hilft einfach so runterzukommen und ja, seine Gedanken auf den Moment zu konzentrieren und sich nicht auf die Zukunft oder auf die Vergangenheit zu konzentrieren, die einen Stress. Meine Kamera ist mal wieder gestorben, deshalb habe ich keine Ahnung, wo ich war. Beim Yoga und Meditieren war ich auf jeden Fall. Bei Yoga ist halt einfach der Vorteil, man bewegt sich erstens und zweitens kann halt durch entspannende Musik entspannen. Und das Gute daran ist, das verschwendet auch nicht viel Zeit. Ich habe das als Teil meiner Morning-Routine integriert und mache in der Früh immer 5 Minuten Yoga. Und das hilft mir einfach so zu entspannen und das ist irgendwie ganz toll. Ja, und Meditieren, ja, hilft halt einfach wieder auch, sich auf den Moment zu konzentrieren, auf das Hier und Jetzt. Ja, das hilft einfach, sich von diesen ganzen Stressgedanken loszulösen. Mein siebter Tipp ist, mit jemandem reden. Ich finde, es hilft total, wenn ich irgendwie gerade total gestresst bin und mich gerade schon wieder voll selbst stresse, dass ich, keine Ahnung, meine Mama anrufe und mit meiner Mama kurz rede und sie baut mich auf, oder ich rede mit meiner besten Freundin oder mit meiner Mitbewohnerin. Wenn du mit jemandem redest, dann hilft es einfach so, dir halt alles von der Seele zu reden, und das macht deinen Kopf viel freier. Und wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast, mit jemandem über deinen Stress, über dein Stresslevel zu reden, dann nimm einfach einen Blog oder ein Notizbuch und schreib einfach alle Gedanken, die du hast, auf. Das erleichtert so, weil ja, das macht halt einfach so die Seele leichter. Mein achter Tipp ist, eine gesunde Ernährung und viel Wasser trinken. Eine gesunde Ernährung hilft einem, im Gleichgewicht zu bleiben, also Body, Mind, Soul. Du fühlst dich besser, dein Gehirn funktioniert besser, vor allem wenn du gerade lernen musst oder halt ziemlich viel Gehirnschmalz investieren musst, ist eine gesunde Ernährung super wichtig. Achte auf gesunde Fette wie Avocado, dann Blaubeeren sind richtig gut fürs Gehirn, dann Grünzeug, Spinat, irgendwelche Sachen, die halt so Blätter dran haben. Brokkoli ist gut und was auch gut ist, dunkle Schokolade. Und Schokolade schüttet Glückshormone aus. Eine gesunde Ernährung hilft einfach, die Stresshormone das Stresslevel zu reduzieren, oder ja, die Stresshormone halt zu reduzieren. Und Wasser trinken ist immer wichtig, aber halt auch vor allem, wenn man Stress hat. Wasser trinken ist ja immer wichtig und da weiß bestimmt jeder, was Wasser trinken für Vorteile hat. Tipp Nummer 9 ist auch ganz wichtig, und zwar darauf achten, dass man genug Schlaf bekommt. Schlaf ist so wichtig. Ich finde, Schlaf ist irgendwie mit das Wichtigste. Schlaf bestimmt einfach unsere Stimmung, Schlaf bestimmt unsere Produktivität. Wenn wir genug schlafen, sind wir einfach viel produktiver und wir haben viel realistischere und bessere Gedanken. Ja, wenn wir müde sind, dann tendieren wir ja irgendwie dazu, dass wir alles negativer sehen. Also ist zumindest bei mir so. Wenn ich müde bin, da bin ich schon fast depressiv. Das ist richtig schlimm und ja, dann neige ich dann auch eher dazu, alles zu generalisieren. Alles ist total kacke, ich schaffe doch alles nicht und bla bla bla. Und wenn ich halt ausgeschlafen bin, dann hilft es mir voll zu differenzieren und zu sehen, okay, ja, und auch viel halt lösungsorientierter zu denken, wenn ich wach bin. Und dann bin ich auch viel produktiver und erreiche viel mehr und habe halt viel mehr den Fokus auf meine Lösung und nicht auf dem Problem und ja, werde nicht so schnell gestresst. Ja, gerade wenn man halt irgendwie viel zu tun hat, und dann neigt man ja dann irgendwie
dazu, mal bis spät in die Nacht hinein zu arbeiten, weil man halt so viel zu tun hat und das halt sonst anders nicht irgendwie hinkriegt. Aber da muss ich halt sagen, wenn du dann, keine Ahnung, am nächsten Tag komplett übermüdet am Schreibtisch sitzt, dann hilft es ja auch nicht viel, weil deine Konzentration dann einfach nicht vorhanden ist und du dann irgendwie so dranhängst. Und nichts geht wirklich voran, weil du halt die ganze Zeit denkst, oh Gott, ich bin so müde, ich möchte in mein Bett. Anstatt dass du halt auf deinen Schlaf achtest und am nächsten Tag wieder voll mit Elan und mit neuer Energie am Schreibtisch sitzt, statt schlaflos und ohne Konzentration am Schreibtisch zu hängen. Und Tipp Nummer 10 ist, in deinen Terminplan wirklich Zeit einzuplanen, in der du das machst, was du willst, was dich glücklich macht. Eine Tätigkeit, die du liebst, sei es malen, lesen, Fahrradfahren, in der Natur sein, Gartenarbeit, keine Ahnung. Das hilft einfach, Kraft zu tanken. Da verfliegt der Stress wie von selber, weil man halt das macht, was man liebt. Und ja, das kann ja nur gut sein. Das kann ja nur Stress reduzieren, wenn du was machst, was du liebst. Und halt immer auf sich selber achten. Wir sind doch keine Maschinen, wir sind Menschen. Irgendwann können wir halt auch nicht mehr. Wir können auch nicht 24/7 arbeiten. Das geht halt einfach nicht. Wir müssen auch mal irgendwie an uns selber denken und für uns was machen, was uns gut tut und nicht, was irgendein anderer Mensch von uns verlangt oder das Leben von uns verlangt. Ja, dieser Aspekt, auf sich selbst zu achten, ist einfach extrem wichtig und da muss man halt immer wieder reflektieren. Wie geht's mir? Brauche ich eine Pause? Pausen sind vollkommen in Ordnung und Pausen braucht man, weil wir können nicht 24/7 arbeiten. Ich hoffe, du fokussierst dich jetzt mehr auf die Lösung und findest eine Lösung und fokussierst dich nicht auf das Problem und auf den Stress, sondern schaust optimistisch nach vorne. Du schaffst das, ich glaube an dich. Bis zu einem nächsten Video.